Weltmeister werden ist noch schöner. Alles war bereit fürs große Fest in Saalbach-Hinterglemm. Beim Wettkaiser herrschte Hochbetrieb und die Fans traten schon Stunden vor dem Rennen in Aktion. Dani Marr startete mit der Nummer 3 als einer der meistgenannten Favoriten. Gestern erreichte er im Abschlusstraining die schnellste Zeit. Heute fuhr er oben gut, machte im Mitteltal einen Fehler und war im unteren Abschnitt wieder bei den Schnellsten. Zu diesem Zeitpunkt führte der Österreicher Leonhard Stock vor AG Kitt. Mit 1:55,57 unterbot Marr die Zeit von Stock um 33 Hundertstel und ging in Führung. Riesenjubel bei den Fans und für Marr begann das große Warten. Girardelli und Wernsberger konnten Marrs Position nicht gefährden. Gefahr drohte ihm aber durch Peter Rungaldir. Der 23-jährige Italiener bestätigte seine guten Trainingsleistungen. Mit 121,3 Stundenkilometern war Rungaldir der schnellste im heutigen Rennen und strapazierte damit die Nerven von Marr. Rungaldir war im Ziel um 41 Hundertstel schneller als der Kurer und übernahm damit die Spitze. Heinzer hatte bis heute nur schlechte Erinnerungen an Weltmeisterschaften. Die vierten Ränge und die Nichtselektion in Wales beschäftigten ihn auch vor dem heutigen Rennen. Die Zwischenzeiten ließen die Herzen der Fans höher schlagen. Heinzer riskierte nach einem Fehler im oberen Teil alles und fing Rungaldir auf dem letzten Abschnitt noch ab. Mit 1:54,91 stellte er neue Bestzeit auf. Ein einmaliger Augenblick auch für seine Schwester, die Tränen der Freude vergoss. Eines wusste Heinzer schon jetzt, ein weiterer vierter Rang wird es heute nicht werden. William Bess musste in Saalbach die internen Ausscheidungen bestreiten. Problemlos qualifizierte er sich für das Rennen und galt für viele als Anwärter auf eine Medaille. Die Summe mehrerer kleiner Fehler ließen Bess nach gutem Beginn auf Platz 8 zurückfallen. Xavier Gigondet löste seine Aufgabe als Weltmeisterschaftsneuling ordentlich. Der Westschweizer wurde 19. Der Abfahrtsmannschaft gelang heute ein sehr gutes Ergebnis. Gäbe es den Titel für die beste Equipe, dann würde der Sieger Schweiz heißen. Direkt nach Bess folgte Helmut Höflehner. Die Spannung wurde für Heinzer schier unerträglich. Gespannt warteten auch Marr und Akkola auf den großen Favoriten. Akkola hatte recht. Ein unglaublicher Zwischenfall. Höflehner kreuzte die Skienden beim Start und stürzte beinahe. Mit aller Kraft versuchte der Österreicher doch noch in Schwung zu kommen. In der Folge riskierte er alles und schied im Mittelteil der Abfahrtstrecke aus. Das Pech bei Weltmeisterschaften wird Höflehner offensichtlich nicht los. Totenstille bei den österreichischen Zuschauern, alles bestürmt jetzt Franz Heinzer, der uns seine Gefühle beschrieb.